Am Anfang hast du wirklich so diesen unbedingten Willen, einfach nur Rennen gewinnen zu wollen. Ja? Und in jeder Trainingseinheit, wenn ich jetzt mit so einer Gruppe unterwegs gewesen wäre, scheißegal, was der Trainer sagt, das Wichtigste wäre gewesen, alle anderen kaputt zu fahren. Guten Morgen aus dem absolut wunderschönen und noch verhältnismäßig ruhigen Girona. Hier auf dem Platz treffen sich dann wahrscheinlich so in 15 Minuten ungefähr Tausende von Fahrradfahrern, die hier alle zur sonntäglichen Rundfahrt aufschlagen. Und ja, wir starten aber erstmal mit dem Lauf. Meiner ist ein kleines bisschen kürzer wie Lauras Lauf. Ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit Achillessehne. Sieht gut aus. Ja, sieht absolut gut aus, wenn der Socken drüber ist und so weiter, wenn ich stehe. Ich habe, wie jetzt viele Leute wissen, echt lang mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen gehabt, habe immer noch damit zu kämpfen. Und deswegen sind eben die Morgenläufe oft ausgefallen, weil gerade morgens ist eben noch so eine Steifigkeit in der Achillessehne drin. Und ehrlich gesagt wanderst du erstmal so eine Stunde in der Wohnung rum, bis da irgendwie der Status der Sehne so ist, dass da überhaupt an irgendwie mal Treppe runtergehen zu denken ist. Also dementsprechend ist schon ein verdammt gutes Zeichen, dass ich da den Tag mit dem Lauf starten konnte. Nee, die Atmosphäre will ich. Dass du die kurz einfängst, die ist so gerade so schön. Inwiefern schön? Ich habe ein bisschen Abstand. kann die Natur genießen. Ja, gerade hier in Girona, das ist einfach unheimlich toll, die schier endlosen Schotterwege, sehr feiner Schotter, echt ein toller Laufuntergrund, und ich mag die Morgenatmosphäre unheimlich, und dann vor allen Dingen in der Gruppe macht es natürlich nochmal extra Spaß. Haben wir noch ein bisschen Zeit hier? Jo. Der Schuss ist eigentlich geil, aber... Das kurze Baguette mit Schokofüllung und Schokolade links und rechts. Das schmeckt besonders gut. Vor allen Dingen, wenn man noch Nutella drauf macht, dann ist es. Auch wenn das Ausgangsniveau jetzt eher niedrig ist, ist es halt schon geil, halt den Fortschritt zu sehen, und das motiviert auf jeden Fall, und das ist gerade auch in der Phase unheimlich toll, dass ich halt auf der einen Seite merke, ich kann mich wieder besser belasten, es ist noch nicht zu 100% gut, gleichzeitig ist es aber einfach toll halt zu sehen, okay, hey, es sind nicht irgendwie monatliche Fortschritte jetzt, sondern wirklich von Woche zu Woche, eigentlich fast von Belastungsblock zu Belastungsblock wird es eigentlich besser, und das motiviert schon. Ja, zweite Einheit vom Tag. Wir sind an einem von den vielen ikonischen Anstiegen um Girona rum. Rocacorba heißt er. Ist, glaube ich, echt ziemlich geil. Ich bin noch nicht gefahren. Ein bisschen Spaß und ein bisschen Arbeit wird es heute. Erst die Arbeit, dann der Spaß. Ich glaube, ich habe
zweimal, viermal, fünf Minuten so ziemlich das Maximale, was ich so fahren kann. Also das wird hoffentlich gut über 400 Watt liegen. Und dann fahren wir noch einmal ganz hoch und gucken einmal von oben runter und freuen uns. Laura, was ist dein Programm? Bei den Klappradfahrern. Bei den Klappradfahrern mitfahren. Ich habe jetzt in diesem Jahr auch mit der Trainerumstellung halt schon deutlich mehr Indoor trainiert auf der Rolle und habe mich dann schon sehr gefreut, dann hier auch wieder draußen richtig Gas geben zu können. Und ja, eine Abfahrt gibt es halt drinnen nicht vorm Fernseher, zumindest mal nicht so geil wie die von Rocca Corba runter. Und ja, dementsprechend ist die Motivation da schon groß. Die hat sich im Laufe meiner Karriere mit Sicherheit irgendwo ein bisschen verschoben. Am Anfang hast du wirklich so diesen unbedingten Willen, einfach nur Rennen gewinnen zu wollen. Ja? Und in jeder Trainingseinheit, wenn ich jetzt mit so einer Gruppe unterwegs gewesen wäre, scheißegal, was der Trainer sagt, das Wichtigste wäre gewesen, alle anderen kaputt zu fahren. Gerockt, Alter. Also erst gerockt und jetzt dann gerollt, hoffentlich. Also rollen tut es auf jeden Fall nicht von alleine nach oben. Man muss schon ein paar Wettchen auf die Pedale legen, um es nach oben zu schaffen. Aber dafür gibt es dann auch echt Belohnung in Form einer richtig geilen Aussicht und einer schönen Abfahrt, auf jeden Fall. Schon, muss man sagen, gibt es hier um Girona echt einige Berge, die keinem anderen Zweck dienen, außer den Handyempfang zu verbessern oder Aliens nach Hause telefonieren zu lassen oder einfach nur ein einziges Haus auf den Berg zu bauen. Also Straße hoch und Sackgasse, und das ist natürlich ein Traum zum Radfahren auf jeden Fall. Also von daher, wer zufälligerweise mal in der Gegend ist, nicht nur einen Kaffee trinken, sondern auch ein bisschen Radfahren und dann auf jeden Fall mal Rocca Corba rocken. Zum Ende vom Tag machen wir nochmal einen kleinen Berglauf. El Angel heißt der Berg. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, Moment, hat er nicht gerade noch was erzählt von wegen Achillessehnenproblemen und jetzt zwei Laufeinheiten am Tag und dann noch einen Berg hoch. Aber wir machen es halt sehr geblockt, dass halt an einem Tag wirklich überhaupt mal eine richtige Laufbelastung zusammenkommt, und dann kommen jetzt zwei Tage eigentlich ohne Laufen. Dreivierteljahr wären das die zwei schlimmsten Einheiten gewesen, die ich irgendwo hätte meiner Achillessehne antun können, weil auch das Bergauflaufen ist natürlich eigentlich was jetzt für die Sehne vielleicht eher suboptimal ist. Sollte man meinen, aber nach einigen Experimenten erstmal auf dem Laufband daheim und dann eben auch draußen habe ich festgestellt, oder haben wir festgestellt, also vor allen Dingen auf Initiative vom Philipp, von meinem Trainer,
dass es eigentlich sehr gut funktioniert. Es ist so eine Art mini-exzentrisches Training für die Achillessehne einerseits, aber die Lauftechnik bleibt halt sehr stabil. Und vor allen Dingen für mich ist es im Moment eben noch so, dass es sehr wichtig ist, dass ich eine relativ hohe Herz-Kreislauf-Belastung erreiche, die schon, sag ich mal, in Richtung dem geht, was ich im Ironman irgendwo bringen muss, aber gleichzeitig eben keine unheimlich große Stoßbelastung zum Beispiel habe. Und die hat man natürlich überhaupt nicht, wenn man bergauf läuft. Da ist die Belastung halt verhältnismäßig sanft. Und genau deswegen war dann das der Abschluss an dem Tag. Und auch da muss ich sagen, einfach unheimlich geile Atmosphäre. Also überhaupt einen Berg halt auf der Straße hochlaufen zu können, ist schon was Besonderes, ohne irgendwie die Motoristen komplett zu verärgern. Das geht hier eben, das ist schon richtig eine geile Sache. Und dann, ja, bei der Atmosphäre ist natürlich schon unheimlich toll, zum Sonnenuntergang da oben zu sein. Ja, Wahnsinn. Also für mich war es echt ein super toller Tag, nicht nur mega Wetter, Wahnsinnslandschaft, gute Gesellschaft, sondern für mich war es vor allen Dingen der erste Tag mit zweimal Laufen, Sicherheit seit einem halben Jahr oder so. Also das ist wirklich was mir das Lächeln ins Gesicht treibt, weil gerade in der Landschaft mit den Bedingungen laufen zu können, ist schon unheimlich schön. Und ja, in der Gruppe zu trainieren macht unheimlich viel Spaß. Wir inspirieren uns da echt gegenseitig und lassen uns auch ein bisschen inspirieren. Und ja, jetzt vor allen Dingen der Abschluss hier nochmal hochlaufen, El Angel, zum Sonnenuntergang, just in time, ist natürlich echt ein toller Abschluss. Wer hat gesagt, dass Arbeit keinen Spaß machen darf?